hier Stahl an. Stahl, ja. Kommt raus. Kommt hier drauf. Und macht einfach nur Fässer. Aber hier ist es wieder anders sortiert. Da. Fässer. Rein, raus. Oh, 3 ist zu viel. 2, 2. Und die Fässer kommen wieder zurück. Da, da. So, irgendwann kommt ja auch Stahl an, dann passt das. Eventuell müssen wir es noch auf 2 erweitern, wenn wir später wirklich mit vielen Fässern, also fliegenden Fässern arbeiten sollten. Aber das sehe ich in der nächsten Zeit nicht. So, dann bräuchten wir jetzt noch einmal da sowas. Und ja, ich überlappe das hier ein bisschen, um Platz zu sparen. Und da nehmen wir jetzt raus. Achso, ich mache die Fabrik zuerst. Da. Du stellst bitte Handgranaten her. Und forderst die Sachen da an. Was? Rechts? Links? Okay. Legst sie da raus. Legst sie da hin. Und ich habe einen Fehler gemacht. Brauche nämlich einen Abstand zu dem Fließband. Handgranaten. Oh, warte. Wir brauchen intelligente Ärmchen. So, und du legst oben hin und nimmst Charcoal. Du machst unten hin und nimmst Susanne. Eisenplatten. Ja, macht Sinn für die Hülle. Wobei drin ja eigentlich nicht nur Charcoal sein sollte, sondern auch Schwefel. Und was war Nummer 3 für Schwarzpulver? Potassium? Weiß gerade nicht. Da Eisenplatten. Das da unten weg. Ruhe ich mal hier ein 200er Stack. Und da auch. Und die Handgranaten dann von hier aus wieder rüber zu einer roten Kiste. Und die kann auch mal beschränkt werden. Wir brauchen keine ganze Kiste voll Handgranaten. Ich glaube, das ist nicht so eine super Idee. Da, erste Handgranate. Okay. So, und dann kommt jetzt das eigentliche Ding. Wo auch immer das jetzt hier im System abgelegt wurde, da. Die braucht jetzt Explosives, Empty Barrel und Grenade. Explosives stellen wir unten her. Wow. Ja, auch da brauchen wir nicht so viele. Dankeschön. Also hoch. Hier eine Anforderkiste. Ich hätte gerne mehr blaue Kisten, aber da sind gerade keine im System. Bau blaue Kisten. Gut. Hier brauche ich jetzt 2 Fließbänder. Und eine Fabrik oben drauf. Du legst noch 2 von 2. Du legst noch 2 von 2, aber anders. Und so kommt ihr euch ganz bestimmt in die Quere. Dann nehmen wir die Granaten raus für das Ärmchen und
Dann kommen hier die anderen Sachen rein. Nicht die Granate, sondern die Explosives und das Empty Barrel. Also das ist mir zu albern. Das ist mir einfach zu albern. Dich da. Automatisierung haben wir ja schon ein System für. Da haben wir das hier für. Weg mit dir. Nicht dich, ich will dich. So, dich weg. Dich weg. Fabriken bauen. Und dann nehmen wir jetzt raus. Das Ding. Das hier alles. Das ist einfach nur Platzverschwendung und Fake. Scheiß Kramzeugs. So. Ja, hier macht es noch Sinn. Weil es hier wirklich drei Schritte nebeneinander sind. Und wenn wir das alles über so ein System hier oben machen würden, dann würden wir noch mehr Roboter-Arbeitszeit verschwenden. Also hier ist es genehmigt. Hier ist es genehmigt wegen Flüssigkeiten. Hier ist es genehmigt, weil es halt zwei Sachen sind, die dasselbe brauchen. Das ist okay. Und ja, hier auch. Aber das da oben wäre echt zu albern gewesen, das so dermaßen aufzudröseln. Das muss ja nicht sein. So, mein Inventar ist wegen den Kisten jetzt gerade so daneben. Dann sagen wir doch mal. Nein. Dann sagen wir mal, das hier ist jetzt ab sofort die Fabrik, die die Barrels herstellt. Barrels herstellt, so. Und wenn die Barrels fertig sind, kommen sie hier rein. Das heißt, ich kann jetzt schon mal alle meine Barrels da reinschmeißen. So. Dann haben wir hier jetzt eine Fabrik und die stellt. Nicht die Barrels her, sondern was haben wir noch so alles? Granaten. Und du forderst Stahl an, du forderst das Zeug an. Hier kommen jetzt die. Die Dinger hin. Copy paste. Ja, ich habe zu viele Fässer gebaut, ich weiß. Auch halt so. Schmali. Viel zu viele Fässer gebaut. Ja, dann lass es halt so. Okay. Fertig. So, und die restlichen müssen weg. Dankeschön. Blauen Ärmchen komplett noch angeflogen, das ist gut. Du weg, 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 weg. Das sind blauen Ärmchen, nervt echt, dass sie von unten kommen. Ah, jetzt kam gerade der erste an, okay. Sollte gleich also passen. Dann haben wir hier unser Sprengzeug. Das heißt, der untere Teil von dem Zahn ist noch. Wir könnten hier ein paar mehr Sachen automatisieren schon mal. Die Sache ist nur die, wir sollten dem Zahn dann nur Sachen automatisieren, die nicht so häufig verbraucht werden. Weil das kann man hier nicht so wirklich super toll modular erweitern. Naja, doch. Gerade das. Wir können ja einfach die Rezepte jetzt halt umstellen. Ja, nee, das ist okay. Das ist genehmigt. Aber achso, du arbeitest nicht, weil das eine Ärmchen fehlt. Scheiße. Achso, die werden vom Blueprint übernommen, ne? Ich kann ja einfach so raufsetzen. Nein. Die Richtung muss schon stimmen. So, Granaten kommen. Granaten gehen. Und wir haben einen Blasting-Charge. Oh.
Okay. ja. Wir könnten jetzt Bumm machen. Ich kann also meinen... mein Kanal hier legen. Und... ich weiß, es wird jetzt Leute aufregen. Ich werde das alles hier abreißen. Ja. Und es wird dann... Also ich werde jetzt alles umstellen auf das überlappende System von hier drüben. Ja. Das heißt, es ist dann nicht mehr bündig mit der alten Fabrik, weil die alte Fabrik ist ihnen ja eh egal. Und jetzt, wo wir dieses coole neue Zeug hier haben, diese Blasting Charges, und die auch in Massen herstellen können, können wir theoretisch später auch die alte Fabrik, wenn dann wirklich die neue Fabrik komplett steht in 200 Folgen, könnten wir die alte Fabrik wirklich löschen. Komplett wieder zu Wasser machen. Und dann würde es gar nicht mehr auffallen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Okay, also. Ich reiße jetzt alles hier ab. Setze es mit dem neuen Substation-Muster hin. Setze dann die Lebenslinie neu. Setze dann die Robots neu. Setze dann passend irgendwie die Autobahn neu. Und ja. Das kann ich aber alles nicht so wirklich schnell machen. Nee, und ein paar Sachen davon muss ich ja von Hand machen. Okay. Reißen wir ab. Alle Bots. Bitte. Substations und... das so weit abreißen. ja, muss alles weg. Und ich muss dann tierisch aufpassen mit den Untergrundrohren, wo sich dann was verbindet. Weg, 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 weg. Und ich habe gesagt, dass es manche Leute aufregen könnte, weil ich das auch von vornherein hätte bedenken können. Aber ich finde es noch einigermaßen zeitig gelöst. Das ist also noch halbwegs okay. Was ich jetzt machen werde, während die ganzen Bots hier am Trudeln sind und alles wegsacken und so weiter, ist, ich setze das Muster jetzt von hier weiter nach Westen, dass wir schon mal einen Anfang haben, damit ich dann, also so sieht das dann wieder aus, damit ich dann an den neuen Substation schon mal die Untergrundrohre wieder setzen kann zum Beispiel. Damit die Bots abreißen und auch gleich schon mal neu aufbauen. So, ja, du kommst dann weg, ist okay. Es wird doch nicht überall... hier, ne? Ja. Es wird doch nicht überall jetzt genau passen mit dem Neuaufbau, weil halt die alten Sachen teilweise noch stehen, wie hier zum Beispiel. Hier kann ich es gerade nicht setzen, weil da noch ein Roboport im Weg ist. Auch problematisch ist, dass ich ihm befohlen habe, den Roboport abzureißen, den sie eventuell brauchen, um die Sache abzuladen, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber dafür haben wir ja noch hier rechts die Roboter. Das sollte also okay sein. So. Dann. Dich. Okay, warte, das weg. Dich dahin. Okay. So, und zwischen... hier müsste jetzt die Lebensgeschichte reinpassen. Willst du nicht, oder? Ja, da müssen wir eine rauszupfen. Da müssen wir eine rauszupfen. Ja, ich zupfe da ein bisschen mehr raus. Nehmen wir die wieder weg. Die weg, die weg, die weg. Das alles weg. Und der da weg. Also es fängt hier unten an. Und geht jetzt hier hoch. Die armen Bots sind völlig verwirrt.
Da. Und jetzt gehst du hoch bis ein Feld davor. Die auch wieder weg. Ah, hier ist das Wasserstoff schon. Okay, wir müssen also doch runtersetzen. Ich könnte das alles wieder abreißen. Also erstmal sollte ich mir abgewöhnen, das Blueprint zu benutzen, weil das ist halt falsch von der Länge her. Was ich jetzt aber machen könnte, ist folgendes. Wir orientieren uns jetzt einfach an... Oh, oh, kein Strom. So, Strom ist wieder. Wir orientieren uns jetzt einfach hier dran. Sauerstoff, Wasserstoff wurde hier drüber geschickt. Das hier ist der Schnickschnackbereich, ne? Das heißt, hier fing der schon an mit den Flüssigkeiten und Gasen. Okay. So. Und dann ein Feld. Habe ich dieses Mini-Blueprint noch? So, also ich hätte jetzt gerne einen Abstand, hier Wasserstoff. Und ich hätte eigentlich ganz gerne Sauerstoff daneben. Warum ist das auf der Höhe? So war das, ne? Ich mach's gerade genau falsch rum, ich weiß. Hab ich gar nicht dran gedacht, vielleicht ist das so ja besser. Kann ich mir überhaupt leisten, das alles aus Titanium zu machen? Anscheinend. So, okay. Wir basteln das hier um. So, Wasserstoff kommt hier hin. Geht dann daran. Wasserstoff ist drin. So, Sauerstoff geht jetzt nicht da lang, wie eben gerade noch vorhanden, sondern geht jetzt hier runter und kommt hier ran. So. Das hat was. Ja, okay. Dann setzen wir das jetzt so weiter hoch. Bis... Wo ist das? Das kommt mir irgendwie langgezogener vor als das andere. Einen noch. So. Und davon machen wir dann Blueprint. Ohne das hier. Das muss kurz nochmal weg. So. Blueprint. Zip. Okay. Jetzt gehen wir da auf Max-Höhe, die jetzt ja auch anders ist als vorher. Weil Titanium. Setzen das da drauf. Und dann gucken wir weiter. So, dich da dran, dich da dran. Ist an dem System jetzt was doof? Es gibt keine Überlappung hier, das ist auf einer anderen Höhe. Die Wasserarten waren als nächstes dran. Die kamen jetzt hier. Dann müssten wir hier jetzt gleich mal gucken, wie das mit dem An- und Abtransport da aussieht. So. Da.
Super viel Titan wird gerade verbraucht. Die ganze schönen Messingrohre verschwinden jetzt im Nirvana. Wobei, nee, wir brauchen die Messingrohre auch noch für irgendwelche Fabriken, glaube ich. So, wow, was habe ich denn hier zu tun? Ja, ich werde es mal erlaufen lassen. Also es war doch nicht so schön strukturiert, wie ich es eigentlich geplant hatte mit dieser Folge. Aber wenigstens haben wir ein, zwei Sachen von dem anderen Giro-Wehr, der so daneben war, ausgebügelt. Wir haben noch mehr neue Arbeit für die armen Bots aufgehalst. Und ich hoffe, wenn das alles dann fertig ist, dann bin ich am Ende noch zufriedener mit der Fabrik. Und kriege nicht jedes Mal so ein leichtes Augenzucken, wenn ich die Muster vergleiche. Was ich jetzt off-camera machen werde zwischen dieser und der nächsten Folge. Das Spiel erstmal weiterlaufen lassen. Dann diesen Streifen da entfernen. Dann das Muster hier mit den Substations komplett. Also das hier, ne? Komplett neu aufbauen, bis nach Westen durchziehen. Dann die Lebenslinie mit den Flüssigkeiten und Gasen hier und da. Jetzt muss ich gucken. Hier und da auch wieder aufziehen und dann hier hinten die Autobahn vermutlich wieder aufbauen. Auch mit diesem kleinen Streifen, jetzt man weiß, wo das ist. Ja. Und das ist dann hoffentlich bis zur nächsten Folge soweit durch, sonst mache ich den Rest einfach mit euch. Okay. Okay, dann bis gleich.